bin unterwegs in den Transkarpatischen Bergen, habe mir hier eine schöne Tour rausgesucht, damit ich möglichst auf solchen Wegen noch wandern kann. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich heute begleiten. Hier und hier ist so ein Punkt, bei dem man mal schon mal so eine Kehrwende hier macht. Weiter hoch, noch ein paar Höhenmeter. Und da kann ich euch einfach mal hier so einen Ausblick, Panoramaausblick geben. Genießt es. Und mein Blick ins gegenüberliegende Tal, auf diesen Kammweg ich mich gerade bewege. Da gehe ich mal ein bisschen hier an den Rand. Mal schauen, was man da so sieht. Und dann jetzt hier ein paar Birken vorbei. Sehr viele Kräuter hier auf der Wiese. Auch viel Farn, Schmetterlinge, Vögel. Vom Tal her schallen die Dorfgeräusche. Ja, man hört viel auch Motorkettensägen. Holz wird gemacht für den Winter. Die Luft ist hier sehr voll auch von Honignektar. Jetzt haben wir hier eine Sitzgelegenheit. Perfekt. Während ich hier hochkomme, sehe ich, dass da sogar ein Zelt steht. So, da oben wird mein erster Höhepunkt sein mit 540 Metern etwa. Da oben, wo die Birken stehen. Aber ich mache hier schon mal ein Talschwenk. Ich nehme euch jetzt mal gerade durchs Fernglas, da diesen Hohlweg geht es gleich hoch, da an der Birke vorbei und dann geht es rüber, dann bin ich mal weg, geht es dann rüber da.
durch solche Hohlwege werden Baumstämme, in diesem Falle sieht man es hier an der Birkenrinde, ins Tal gezerrt bzw. auch geschubst. Ich bin jetzt auf dem höchsten Punkt meiner heutigen Tour angelangt. Da bin ich hergekommen. Ich mache jetzt mal einfach so einen Schwenk. Wenn ich bei Sonnenaufgang losgegangen wäre, hätte ich auch dort oben diesen Berg noch mitnehmen können. Aber das ist für heute zu spät. Jetzt ist 14 Uhr durch. Und jetzt geht's hier runter. Was das für Beeren sind, habe ich keine Ahnung. Gruß an dich, Tabea. Aber ich muss jetzt hier weiter. Da unten, was da so funkelt, könnte die Kirche sein, bei der ich geparkt habe. Ein riesiges Spinnennetz, etwa ein Quadratmeter groß, das sich hier über meinem sehr steilen Abstieg bewegt. Mir fällt der Abstieg echt schwerer als der Aufstieg. Die Frau dort hat mich gerade angesprochen, ob ich Pilze gefunden hätte, aber ich habe nur zwei essbare Pilze gefunden, in die Tupperdose gepackt. Sie hatte dagegen auch ein paar große, die ich aber nicht kannte, so Fleischpilze. Mit Handteller großen und größeren. Oh, das klingt hier einfach schön. Aber meine Füße wollte ich jetzt nicht nass machen, weil ich mir keinen Blasen riskieren will. Oh, da muss ich rüber. Gut. Und dann geht's weiter. Und da hat mich die Hauptstraße wieder. Zu der es dann zurück zum Auto geht. Bis dann. Ich tue hier mich bedanken für den Kaffee, den ich bekommen habe. Und die Gastfreundschaftlichkeit. Einfach so. Die kommen gerade vom Sägewerk. Haben mir angeboten,
dass ich mit aufsitzen darf. Ich hatte mich geirrt. Die funkelnde Kirche war nicht die, sondern ich muss noch zwei Kirchen weiter in die Richtung. Aber kein Problem. Es sind laut Karte nur noch 4,5 Kilometer. Ach, guck mal, wer da ankommt. So, ich bin zurück, wo ich das Auto abgestellt habe. Hier bei der Kirche, bei der blauen. Seht ihr es? Und damit verabschiede ich mich von euch und sage und tschüss, Leute.